Hallo und herzlich willkommen hier, neue Folge. Erst schön gucken, dass auch alle Kornschieber richtig zu sind. Sonst haben wir da nachher noch neue Probleme. Wenn er die Frucht auf dem Boden liegt. Hey, dreschen wir jetzt nochmal die Kale. Dann sind wir ein Stück mit knapp 4 Hektar. Und das Wetter sieht nicht so toll aus. Das könnte jetzt auch gleich voll Regen anfangen. Also jetzt gleich, aber ab 20 Uhr hat der Wetterbericht Träger drin. Jetzt haben wir 17.15 Uhr. Also so viel Zeit haben wir nicht mehr. Die Kale steht, denke ich, nicht schlecht, der Hanna. Das ist auch wieder die Sorte Ramdam. Der Boden ist relativ feucht, wenn natürlich auch viel Regen geht. Ähre sind sauber. Ja. Und es hat eigentlich auch nichts auf dem Boden. Ist immer so bei Lohnnehmern, die wird immer schnell fertig sein. Da muss man immer gucken, dass dann nicht wieder ein Haufen noch auf dem Boden ist. Was wir hier auch haben, unsere Jäger haben hier ein klasse Zaun gemacht. So ein Wildzauber hat er drumherum gesteckt. Muss ich auch sehr lobenswert. Die hat den auch ein paar Mal ausgemäht das Jahr. Muss ich wirklich sagen. Ist echt gut. Und da muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen. Den stecken wir jetzt dann auch noch ein bisschen raus. Was man auch schon gesehen hat, dann war ich die Woche schon mal zum Probe machen. Hier hat es auch ein paar Wildschäden, okay. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das ein Prozent oder so sieht es dann aus. Da sind die Wildschweine drin rumgewohlt. Aber wie gesagt, das ist im Prozentbereich. Das ist unwichtig. Dahinter, da fährt jetzt gerade der Mähdrescher. Und wenn man das halt noch wegbringt, aber der Himmel sieht ja auch gut aus, der spricht ja für sich. Dann, wenn wir das halt noch wegbringen, dann wäre halt auch noch was geschafft. Was haben wir die Woche noch da? Mein letztes Stroh ist im Kraichgau heimgefahren. Und das ist jetzt auch soweit zudeckt. War das ja auch schon ziemlich viel, also schon über 100 Hektar. Was wir aber relativ gut heimbrachten. Ohne viel Probleme. Und, ja. Wenn man hier alle Bestand sieht, der ist viel dichter wie den letzten Tritikale Bestand, den wir angeguckt haben, beim letzten Tritikale Drescher. Das ist einfach, die Böden hier sind auch relativ lehmig und halten das Wasser ganz gut. Viel besser wie auf den Kiesäcker, wo wir das letzte Mal waren. Und ich denke auch, das Ertragspotenzial ist hier größer. Was auch der Vorteil ist, wir sind jetzt hier auf der Alboberfläche. Also ungefähr 720 Meter. Und da haben wir auch den Vorteil, dass es einfach im Sommer nicht so heiß wird. Man hat hier natürlich nie die 35 in Richtung 40 Grad, was man bei uns im Tal auch durch die Stauwärme von der Stadt ganz gern hin. Und ja, jetzt soll ich schon den Zaun da noch ein bisschen wegstecken, wenn da der Mähdrescherfahrer kommt. Und dann gucken wir mal nach dem Mähdrescher. So, hier sind wir jetzt noch auf der Zwischenfruchtfläche, wo wir da ausgesät haben mit der Köckerlingmaschine. Wunderbarer Sonnenuntergang. Aber das hat man ja jetzt gerade in der letzten Zeit des Öfteren. Die Zwischenfrucht ist super aufgegangen. Die hat ja jetzt der Hanna auch schon annähernd eine komplette Bodenbedeckung. Die Zwischenfruchtmischung ist von Dena Agrar und die heißt ZWF18 oder sowas. Die besteht hier aus der Faselia, aus dem
Ramtilkraut, das ist das da Hanne. Das dann sind die Wicker. An Klee hat's da noch, dreierlei Klee hat's da drin. Und das war's, glaube ich. Dann haben wir hier noch den Winterfutterraps dazu, neider. Wie man hier sieht, das ist vermeint auch die 18,5 cm Reiheabstand echt nichts aus. Das ist echt gut aufgegangen da, Hanna. Bin ich richtig begeistert. Und ja, das kommt jetzt da gar voll durch. Und dann denke ich, gibt es eine richtig schöne Zwischenfrucht das Jahr noch. Wir sind ja auch noch früh dran im Jahr. Und ich denke mir, gucke die auch nochmal an, bevor da der Winter kommt. So, das hier, ich meine, das ist die Kresse. Also da ist auch noch Kresse drin und das müsste das sein. Ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Und so sieht die schön aus. Und genau, deshalb wollte ich die jetzt dann nur zeigen. Also die ist jetzt ziemlich genau 3 Wochen drin. Und ist einfach. Ich bin richtig froh, dass man die gleich gesät hat und auch mit der Direktsaat, dass man jetzt die Böden zum einen austrocknen lassen hat und dass sie auch nicht so kochig heiß wird, weil bei der Sonneneinstrahlung, was wir jetzt gerade haben, da erhitzt sich die Böden so, dass da die letzten Mikroorganismen voll drin absterben und die will man ja am Leben erhalten, dass sie dann nächstes Jahr auch noch auch wieder ihre Arbeit machen können. Den Winter Futterraps, falls ihr euch fragt, wie man da drauf kommt oder ich da drauf gekommen bin, dass man den da rein tut. Raps hat so die Aneignung, dass es so 100 Kilo Stickstoff aufnehmen kann im Herbst. Und da hoffe ich einfach, dass ich nach nächstes Jahr soll da ein Mais herkommen. Und da hoffe ich einfach, dass ich da viel Stickstoff in den Mais mitnehmen kann. Dass ich dann nächstes Jahr einfach dementsprechend weniger Dünger brauche. Und bestimmt ist ja klasse aus. Ich bin richtig glücklich mit denen. Und einfach auch vom Aufgang toll. Richtig was war da. Da kommt jetzt noch ein bisschen Gülle drauf. 60 Kilo Gesamtstickstoff darf man im Herbst noch düngen. Und das ist dann quasi schon die Düngung fürs nächste Jahr. Für den Mais. Das war's dann vom Video. Wenn's will. Dann haben wir da nochmal den schönen Sonnenuntergang. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo. Und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Ich denke, da geht es dann um den Doppelsturz von der Tridikale Egger auf der Alp. Bis dann.